Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Patrick und ich zeige euch heute die AVermedia LGX Live Gamer Xtreme. Ja, die LGX ist eine Capture-Karte, welche eigentlich mehr für Stream gemacht ist. Und zwar gibt es deswegen auch eine dreimonatige Testversion von XSplit. Die Karte hat noch eine Ultra-Low Latency, das heißt, dass ihr über den USB 3.0 Port quasi überhaupt keine Latenzverzögerung im Vorschaubildschirm habt. Das ist sehr praktisch und ihr könnt in 1080p mit 60 FPS aufnehmen. Ja, mit dabei ist Rec Central 2, welches ja Möglichkeiten bietet fürs Streaming, wo ihr eure Webcam einbinden könnt, Bilder, Szenen und so weiter, wie man das halt von XSplit oder auch OBS schon kennt. Ja, mit im Paket dabei ist natürlich ein USB 3.0 Kabel, ein Klinkenkabel, ein HDMI Kabel, ein Komponentenkabel, damit ihr auch ältere Konsolen anschließen könnt, wie jetzt zum Beispiel Xbox 360. Auch ein Kabel für die PS3 ist mit dabei, eine Backup Screw und ein Exclusive Cover, wozu wir gleich noch kommen. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall die Karte, welche mit so einer kleinen Schutzfolie versehen ist, damit das oben nicht so zerkratzt, denn das ist in so einem Hochglanz oben drauf. Hier sehen wir nochmal alle Kabel und die Software und so weiter, welche ich euch eigentlich schon gezeigt habe. Ja, hier auf der Frontseite sieht man dann einen AUX-Stecker, einen Mic-Stecker für euer Mikrofon, eigentlich gar nicht so viel. Auf der Rückseite haben wir dann den USB 3.0 Stecker, Component-In für eure alten Konsolen und die PlayStation 3 und ein HDMI-In und Out. So, hier ist noch so eine komische Schraube in der Mitte. Die könnt ihr nämlich abschrauben und jetzt kommen wir zu dem Geheimnis der Karte, was sie so besonders macht. Und zwar ist hier so ein Faceplate, sage ich einfach mal so. Da drin befindet sich so eine Karte. Ja, dazu gibt es nämlich eine Vorlage. Ihr könnt das Design, wie ihr möchtet. Ihr könnt euch das selber ausdrucken und damit eure AVermedia LGX selber personalisieren. Ja, coole Sache eigentlich. Wer mal auf ein eigenes Design steht, kann das gerne machen, sieht mit Sicherheit relativ cool aus. Ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt's zu der Karte nicht zu sagen. Sie funktioniert sehr, sehr gut. Ich werde vielleicht noch ein Tutorial machen, ich weiß es noch nicht ganz, aber auf jeden Fall werde ich euch das in einer ausführlichen Review auf play-gen.de richtig erklären und reviewen. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch mal ein Like auf der Facebook-Seite da, auf dem Kanal hier und ich sag mal bis zum nächsten Mal, euer Patrick und ciao.